Die Fürstbadge, ja, das habe ich schon verstanden, aber schwängelt sein Fürst, also ich weiß nicht, ob ich das möchte, dass du deinen Fürst vor meinen Augen rumschwängelst. Ich hab gerade ein Problem. Ich hab kein Problem mehr. So, Mr. B, du kannst deine Little Sister behalten, die will ich nicht. Bin ich müde, Mr. B. Bring mich nach Hause. Mal nieten. So viel Ärger, Mr. B. Zeit fürs Bettchen. Was ist nun wieder? Wenn ich wirst du irgendwo angegriffen. Ich hoffe wirklich, dass Infinite irgendwie besser wird. Also Teil 1 lief ja ganz gut, fand ich. Aber Teil 2 ist irgendwie anstrengend, finde ich. Oh. Hier hat man die Bindung zwischen uns hergestellt, Vater. Hier hat man Gott gespielt. Du warst das einzig Gute, was Rapture mir je gegeben hat. Okay. Sing mir ein Schlaflied, Mr. Bubbles. Eine Eve-Spritze. Ich würde Verbenz-Kästen würde ich ganz gerne nehmen. Die Spritzen sind cool, ja. Aber Verbenz-Kästen. Es war ihr nicht bestimmt, einen Vater zu haben, Delta. Sie sollte die Erbin meines Lebenswerks werden. Und hier hat man sie verändert. Hier hat man sie an dich gebunden. Das Kind, das sie einst war, starb in diesem Raum. Boah! Ja, danke für die Eve-Spritze, ey. Danke für nichts. So, Verbenzkasten. Oh ja. Oh, Gott sei Dank. 5 Stück wieder voll. Habe ich jetzt zwar alles verballert, was geht, aber ist mir gerade egal. Sache, ich sterbe hier nicht. Halt, 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 halt. Ich merke. Ich sehe eine Kamera. Mutter hat Dr. Alexander zugrunde gerichtet. Sie wollte ihn zu einem lebenden Heiligen hochspleißen, der die Bedürfnisse der Allgemeinheit kennen und unermüdlich für sie eintreten sollte. Aber jetzt ist etwas Unaussprechliches aus ihm geworden. Mutters Weltanschauung ist genauso verfehlt wie die von Ryan. Für sie wäre es besser, alle lebten im Elend, als dass wir unsere eigenen Ziele verfolgen. Ich muss hier raus. Weißt du, die kommt immer aus dem Nichts. Die Frage ist jetzt nur, wo geht's weiter? Ja, hier komme ich aber kaum durch. Seite. Komm endlich. Warte mal. Warte mal. Ja. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Oh, aber schön, dass ich die Munition aufnehmen kann. Durchs Fenster.
Mist, ich hätte ja auch Dings rufen können, ne? Mir einen Druiden, wollte ich gerade sagen, so einen kleinen Roboter. Ich habe völlig vergessen, dass ich das habe. Ja, genau, Big Daddy, mach den mal weg. Beeilung, Mr. B. Big Sister mag keine Rennpfeiler. So, Mr. B, du kannst deine Little Sister behalten, das ist kein Thema. Geh halt sterben, Mensch. Also der Pfeil da oben bringt mir gerade nichts an mehr. So, jetzt bin ich so. Daddy Con? Ja, scheint so. Also so. Die wieder rumlaufen, was auch immer mich jetzt getroffen hat. Wird mir nichts bringen, weil das Spiel sagt, ich soll ganz woanders hin, aber gar nichts. Jetzt komme ich da irgendwie hin? Im ausgegrauten Bereich? Ja, du. Ja, doof, dass ich da überhaupt nicht hinkomme. Aber wie geht's denn jetzt weiter? Weil ich komme ja nicht durch die Tür. Da kommt noch was und noch mehr. Jetzt wird sie nützlich sauer, du Nullnummer. Von euch rennen denn hier jetzt eigentlich rum? Halt dich ab.
ist gar nicht mal doof. Hey, je. Hier war ja sie, die so ein bisschen verbuggt war, ne? Eddie? Fallnieten. Ha! Was denn jetzt langsam mit Splicern? Wenn ich hier runtergehe, komme ich nicht weiter. Höre es zu. Da geht's nicht weiter. Hier gibt's nichts. Außer die Kamera. Ja, fertig. Ah ja. Mhm. Okay, akzeptiere ich. Guck, Mr. Bubbles. Unsere Engel waren auf. Bringt mir mal so absolut gar nichts hier drinne zu sein. Ach, Spiel, was willst du von mir? Wo willst du mich hinleiten? Was hast du vor, Spiel? Was möchtest du mir sagen? Kommuniziere! Will mir das Spiel das hier sagen? Wer du bist und ich weiß, dass du da drin bist. Du machst mir keine Angst. Ah ja, jetzt sind wir auf der Seite. Okay. Ich muss einmal kurz. Leiche benutzen klingt aber auch falsch, ne? Ja, weggeduft ist das Ding. Was? Achso, das ist mein Alarm. Kann ich nicht. Hey.
Ja. Irgendwas ist ja immer, ne? Oh, das ist ja interessant. Ja, was ist denn da oben los? Komm ich hier irgendwie rein? Die haben Spaß da oben. Würde da durchaus gerne reinkommen. Und ganz abgesehen davon würde ich auch ganz gerne hier reinkommen. Oh. Okay. Warum einfach, ne? Okay, Kumpel, es wird Zeit, die Fische zu füttern. Geh zurück zu Alexanders Tank und wirf die Pflanzen ein. Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal alle her? Unglaublich. Oh, natürlich. Natürlich so einer. Also langsam geht ihr mir echt auf die Nerven. Gilbert, es war sein Wille zu sterben, Delta. Um der Allgemeinheit zu dienen, indem er sie vor seinem Wahnsinn schützt. Deine ganze Mission hier basiert auf deiner Weigerung, ebenso zu handeln. Wirst du ihm seine Bitte gewähren, wissend, dass er dem Kollektiv gedient hat? Wiedergeburt, hm? Klar, man lebt ewig, aber ohne den Körper. Ich mag meinen Körper, mein Junge. Ah. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass meine Erinnerungen und meine Persönlichkeit im Kopf eines heiligen Kindes gespeichert werden. Wie irgendwelche Bücher, die in einer Bibliothek herumstehen. Wunderhübsch. Nein! Ach, komm schon, das war doch getroffen. Die Dinger wieder auf. Naja, nun fängt die Munition. Lies wenigstens unsere Flugblätter. Sehe ich auch so, Tiamnon. War mal sowas von grün. Samen. Verkauft an den Feind.
Die Motive der Hure sind mir gänzlich unklar. Aber Atlas rückt vor und komme, was da wolle. Ich lasse mich nicht zum Sklaven machen. Ich frage mich, sind diese Aufnahmen eine Beichte? Gerade vorher habe ich Sinclair auf dem Flur getroffen. Vielleicht hat er in meinen Augen gelesen. Der Mistkerl hat mich direkt angestarrt und dann vorgeschlagen, ich soll einen Termin bei Dr. Lam machen. So,